Hallo, ich bin Daniel von der Stiftung Lesen. Tiere sind ein spannendes und wichtiges Thema. Gerade wenn es um heimische Insekten wie Bienen und auch Schmetterlinge geht, ist es fast unumgänglich, Kindern auch ein Bewusstsein für unsere Umwelt zu machen. Denn Insektensterben ist nach wie vor ein wichtiges und brennendes Thema. MINT und Vorlesen in Aktion. Heute Insekten. Tiere sind nicht nur Charaktere in vielen klassischen Bilderbüchern, sondern sie eignen sich auch perfekt für mintige Aktionsideen und kommen in vielen Kindersachbüchern und auch Lern-Apps vor. Hier gibt es einiges zu entdecken und natürlich auch zu lernen. Mit der App AnyScience klickt man sich zum Beispiel durch ein unterirdisches Labyrinth, kann allerhand entdecken, dazu erzählen und viele Sachinfos über Insekten und Co. in Erfahrung bringen. Malerisch, fast schon poetisch, ist das Sachbuch Das wundersame Leben der Schmetterlinge. Der Text lässt sich prima vorlesen und vermittelt gleichzeitig viele spannende Details über die schönen Geschöpfe. Bei dem Sachbuch Bienen, das in viele Sprachen aus dem Polnischen übersetzt wurde, überzeugen vor allem die großen, detailreichen Illustrationen. Und das auch noch zu einem so unbedingt schützenswerten Insekt wie der Biene. Gerade in der Stadt fehlt es häufig an Grünflächen für Bienen wie auch Schmetterlingen. Das könnt ihr ändern. Wovon ernähren sich eigentlich Schmetterlinge? Ach ja, Blumennektar. Schmetterlinge mögen es also schön süß. Für unsere Schmetterlingsfutterstation brauchen wir deshalb Zucker, Wasser, eine Tasse zum Abmessen, eine Schale und einen Rührbesen zum Anmischen und Schwämme. Auf eine Tasse Zucker kommen 4 Tassen Wasser, die in der Schale ordentlich vermischt werden. Dann tränken wir die Schwämme mit der Mischung und schon ist der selbst erzeugte Nektar fertig. Nun raus auf die Fensterbank damit und beobachten, wie die Schmetterlinge mit ihren Saugrüsseln davon speisen. Als nächstes machen wir Seedbombs. Mit denen kann man nicht nur das Gartenbeet zum Blühen bringen, sondern auch dafür sorgen, dass die Stadt mit bienenfreundlichen Blumen erblüht. Dafür brauchen wir Blumensamen für Bienen, Tonpulver, das es in der Apotheke zu kaufen gibt, Erde, Teelöffel und Esslöffel zum Abmessen, eine Schüssel und einen Rührlöffel zum Vermischen, sowie Wasser. Für etwa 5 bis 10 Seedbombs brauchen wir 2 Teelöffel Samen, die wir mit 8 Esslöffeln Erde vermischen. Dann geben wir noch 8 Esslöffel Tonerde hinzu. Jetzt reichern wir die Erdmischung so lange mit Wasser an, bis wir einen gut formbaren Teig gemischt haben. Daraus formen wir nun Kugeln, die wir erst einmal trocknen lassen. Fertig sind die Seedbombs. Los geht also das Guerilla-Gardening. Beim Abmessen, Vermischen und auch Rummatschen bleibt viel Zeit für Gespräche. Fragen Sie die Kinder etwa, wo sollte unsere Stadt grüner werden, wie oft siehst du Bienen oder auch Schmetterlinge? Nicht nur das, sondern auch das von den Experimenten hergestellte können Sie nach der Vorleseaktion perfekt mit nach Hause nehmen. Laden Sie doch auch mal einen Experten ein zu Ihrer MINT-Vorleseaktion. Wie wäre es etwa mit einem Imker?